Hallo und willkommen zurück zum Skispringen. Jetzt immer noch ein bisschen mit angekratzter Stimme. Ich hoffe mal, es wird besser während der Aufnahme, weil ich mich vom Kopf her gar nicht mal so schlimm fühle. Ich klinge nur noch einfach ein bisschen verstopft. Macht aber nichts. Eine Folge sollte auf jeden Fall wieder drin sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir sind jetzt hier bei der 49 Games Tournee. Die Experten unter euch werden schon die Chance erkannt haben. Zakopane, ich habe die Aufnahme schon mehrfach angefangen. Allerdings klang meine Stimme da so schlimm, dass ich dann gedacht habe, komm, das kannst du nicht so lassen. So, also wie gesagt, 49 Games Tournee bedeutet für uns, wir liegen nicht in Führung. Wir müssen uns also mit der Top-Konkurrenz hier schlagen. Deswegen machen wir auch gerade mal einen Probesprung, damit ich auch ein bisschen warm werde. 49 Games Tournee erstreckt sich so ein bisschen durch die komplette Saison. Also das ist jetzt das dritte Springen, es wird aber 5 Stück geben. Wie gesagt, deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Probesprung hier mit Stefan Kraft. Hoppala, ja, das war auch schon ganz gut so, dass wir mal einen Probesprung gemacht haben, weil wir gehen gar nicht in Führung, beziehungsweise wir stürzen einfach mal. Ja, gut. Das war sehr durchwachsen, aber gut, dass wir den Sprung gemacht haben. Wären wir trotzdem noch 26. geworden mit. Also gar nicht mal so schlimm, aber die Konkurrenz ist stark. Sven Santa ist hier gut. Wir müssen aber natürlich schauen, was Konstantin Kolbinger und Konsorten machen, weil die sind ja unsere wahre Konkurrenz, würde ich sie mal nennen. Deswegen geht es jetzt auch direkt mit Stefan Kraft als Ersten ins K.O.-Duell, weil er ja 26. geworden ist. So, immer ein bisschen bitter, wenn man direkt den K.O.-Durchgang eröffnen muss. Aber jetzt geht es gegen Andrzej Szetnik. So, und jetzt müssen wir natürlich einen besseren Sprung machen. Ansonsten wird das eng mit dem Sieg bei der 49 Games Tournee. Jetzt mal ein bisschen Konzentration. Der war sehr, sehr gut. Mal schauen, 92 Punkte waren es in der Quali. Der beste Springer. Wir haben 85,6. Da sieht man auch hier die Konkurrenz wieder ziemlich gut. Entschuldigung, muss natürlich ein paar Mal noch husten. Ich merke auch schon, das wird die einzige Aufnahme für heute sein. Einfach nur, damit immer mal wieder ein bisschen was kommt. So, das direkte Duell haben wir auf jeden Fall gewonnen. Den Rest können wir ein bisschen vernachlässigen. Und da Konstantin Kolbinger 9 Punkte mehr. Und der Sprung von Stefan Kraft war nicht schlecht, muss man sagen. Boah, Franz Mild auch nochmal 10 Punkte besser. Alter Schwede. Das ist natürlich wieder Aufwindverhältnisse. Das kommt der Konkurrenz eher zu Pass. Und wir haben da wirklich Probleme mit. Und unser Material scheint sich jetzt langsam doch sehr, sehr negativ auszuwirken. Der war auch sehr gut. Mal schauen, ob wir damit mal die 90 Punkte knacken können. 104 Meter nochmal ein bisschen weiter. 89,2. War auch ein guter Sprung. Also für diejenigen, die sich das jetzt hier schon ein bisschen länger anschauen, die wissen ja, dass das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber auch nur 89,2. Wir sehen hier alles hoch in den 90ern von den Werten. Das ist sogar ein richtig guter Sprung gewesen. Das Schlechteste war 94,8, also viel weiter geht's einfach auch nicht mit unseren Jungs. Trotzdem nur Rang 4. Direktes Duell gegen Detlef Blanke, wir schauen es uns mal an, während ich nochmal ein bisschen Tee trinke. Mal schauen, ob das überhaupt reicht. Nee, das reicht... Na, das wird ein knappes Duell, aber ich glaube, es reicht nicht für Detlef, für Noriaki Kasai. Na, 102,5 doch, hat knapp gereicht. Also, direktes Duell gewonnen. Und jetzt kommt Peter Preutz gegen Sven Santa, wo wir wahrscheinlich gar keine Chance haben werden. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber so macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn man das ganze Extra-Training und die Ausrüstung mal weglässt. Und dann wird die 49 Games Tournee echt ein spannendes Duell. Ja, der war in der Luft ein bisschen wackelig. Der war auch nicht ganz so weit. Nee, nur 100 Meter. Das war gar nichts. Nur 81 Punkte. Ja, da sind wir auch verdreht vom Schanzentisch weg. Und dann auch in der Luft musste ich ein paar Mal hin und her korrigieren. Das wird im direkten Duell gar nichts werden. Also Sven Santa wird uns in Grund und Boden springen. Bin ich mal gespannt. Schafft er die 100 Punkte? Geht er überhaupt in Führung? Er ist ja nicht unser direkter Konkurrent. Kameramann hat auch wieder geschlafen. Er ist ein bisschen schräg in der Luft und landet auch sehr früh. Landet sehr, sehr früh. 92,5 Meter. 63,5 Punkte, meine Güte.
ist denn da passiert mit Sven Santer? Das war gar nichts. Also, wir gewinnen unsere direkten Duelle. Aber wir sind trotzdem nur auf Platz 4, 5 und 6. Bedeutet im zweiten Durchgang jetzt natürlich volle Attacke. Aber Detlef Blanke, 179,5, müssen wir auch erstmal schlagen. Alter Schwede, das ist ein ordentlicher Satz gewesen. Da müssen jetzt die 100 Punkte schon irgendwie mal her. Okay, die Landung war super. Hoffentlich hat es auch von der Weite gereicht. 107 Meter, die 20, 95,1 Punkte. So viel wie die Topspringer mit einer Luke weniger. Das wird wirklich eine interessante Saison noch. Der Sprung war auch wieder sehr, sehr gut. Sieht man auch an den Werten. Geht eigentlich kaum besser, aber trotzdem Detlef Blanke besser. Das gibt's doch nicht. Er hat im zweiten Durchgang einen rausgepfeffert. Fast ein bisschen deprimierend, aber ich würde mal sagen, es liegt jetzt nicht unbedingt an mir, sondern wirklich am Material und auch an den Springern. Wir haben ja schon festgestellt, dass bei Aufwind die Konkurrenz deutlich besser ist. Okay, der müsste aber jetzt mal gut gehen. Ah, ich bin so ein Idiot. Na, zum Glück noch passable Haltungsnoten. Aber 89,2 Punkte. Natürlich ein Witz. Das reicht nur zu Platz 3. Und da wird es natürlich auch kein Platz mehr nach vorne gehen, weil die Konkurrenz uns davon springen wird. Also, das wird kein Podiumsplatz für uns, wenn Noriaki Kasai jetzt nicht den Wundersprung raushaut und hier deutlich über 100 Punkte holt. Das wird damit nicht passieren. Na, war trotzdem noch relativ gut. 107,5, 19, 19, 5, 95 Punkte. Mal schauen, ob das vielleicht für die Führung reicht. Der hat ja ein bisschen Vorsprung mitgenommen. Aus dem ersten Durchgang. Ja, es reicht für die Führung. Und jetzt schauen wir uns, ich weiß nicht, sollen wir uns alle drei anschauen? Dauert natürlich ein bisschen lang. Roa Jostein, ich weiß gar nicht, was unsere Wachseinstellung war. Da habe ich gar nicht so drauf geschaut, ob wir vielleicht da auch ein bisschen hinten dran waren. So, wir schauen uns ihn mal an. Schon was der im zweiten Durchgang macht. Sieht eigentlich relativ gut aus. Ein paar Korrekturen in der Luft. Der landet, glaube ich, vor der blauen Linie. Jawohl, den haben wir hinter uns gelassen. Jetzt kommt Konstantin Kolbinger, unser größter Konkurrent. Mal schauen, ob der im zweiten Durchgang vielleicht auch etwas abbaut, aber ich glaube es nicht. Der Absprung war sehr gut, hat er gut getroffen und der geht weit. Ja, ja, der geht auch über die blaue Linie. Mal schauen, wie viele Punkte er im zweiten Durchgang holt. 94,4, da verliert er ganz, ganz bisschen was, aber es reicht natürlich nicht für Kasai, um ranzukommen. Franz Mild würde ich mal skippen. Der springt auf Platz 2 relativ knapp. Da haben wir doch noch Noriaki Kasai aufs Podium gebracht, aber Peter Breutz und Stefan Kraft nur auf Platz 6 und 7. Tja, 15 Punkte sind es jetzt schon Rückstand von Peter Breutz auf Konstantin Kolbinger. Und es kommen, wie gesagt, nur noch zwei Springen. Da müssen wir dann auf etwas widrigere Windverhältnisse hoffen, damit wir da auch eine Chance haben. Die Sprünge waren alle nicht schlecht, bis auf die eine Landung. Aber da kann ich mir eigentlich kaum was vorwerfen. Jetzt beginnt nämlich auch der RTL Mix Cup. Auch sehr interessant. Auch wieder sowas wie die Vier-Schanzentournee hier für die Amateure. Dann machen wir hier schnell durch. Automatische Wachsmischung. Ich muss jetzt mal beim nächsten Springen wieder darauf achten, wie viel Prozent wir da rausholen. Weil das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Ah, nee. Okay, Quizshow. Nach welchem Modus werden die Springen der Vier-Schanzentournee durchgeführt? Hau drauf, Regel Sudden Death. K.O.-System. Sander. Welcher frühe Weltklasse-Skispringer aus Deutschland trainierte ab 2000 die Koreaner? Es war Jochen Danneberg. Gut, man sich daran noch erinnert. Der Anstellwinkel ist beim Skispringen der Winkel zwischen Körper und Ski, der Bereich die Steigung der Schanze, die Neigung des Aufsprungbereichs, der Anstellwinkel ist der Anstellwinkel der Ski, ja, zum Körper. Wer war Nationaltrainer der deutschen Handballer bei der WM 2003? Das kann Rainer Brandt gewesen sein. Ein Mann mit dem Schnurrbart. Welcher Skispringer aus Tirol holte 2002 in Hakuba die ersten Weltcup-Punkte für Holland? Uiuiuiui.
das ist zu lange her. Ich glaube, Ingmar Meier, Martin Koch, nicht Stefan Kaiser, das ist eine neue Frage, sorry. In welchem Film spielte Jennifer Lopez nicht mit? Manhattan Love Story hat sie mitgespielt, die Braut, die sich nicht traut. Das, so leid es mir tut, das weiß ich. Das war, glaube ich, Julia Roberts und Richard Gere. Ja, ich gebe es zu. Was ist die Mesquita? Die Mesquita. Berühmte Kirche in Cordoba. Ich glaube ja, aber ich weiß es echt nicht. Buenos Aires ist die Hauptstadt. So, 8000 haben wir. Wir spielen mal weiter. Woher stammt der österreichische Skispringer Andreas Witthölzl? Boah, Fieberbrunn, Krippenreuth, Hustenberg. Ich sag Fieberbrunn. Das klingt irgendwie am vernünftigsten. Komm, eine noch weiter. Welches Land holte bei den Olympischen Winterspielen 2002 sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Gold im Eishockey? Kann ja nur Kanada sein. Welche Erfindung von 1924 verdanken wir dem Schotten John Logie Baird? Den elektrisch betriebenen Dudelsack? Die Übertragung von Fernsehbildern 1924? Ja, könnte vielleicht sogar sein. Die irische Nationalhymne, den Schottenrock für Frauen. Naja gut, das waren noch ziemlich blöde Fragen. Sind wir jetzt schon mal, jetzt kommt die letzte Frage. Was ist kein chemisches Element? Kalifornium gibt es, bin ich mir ziemlich sicher. Europium, Americium, Asium. Yes! Und das mit kranker Birne. 128.000. Jetzt ist aber Noriaki Kasai reich geworden. Ist ja ein Traum. Natürlich, er wusste das natürlich mit Asium. Er hat ja Heimvorteil. Jo, haben wir das doch mal geschafft. Einfach mal gezockt. Beim letzten war ich mir nicht sicher. Aber einfach mal geraten, mehr oder weniger. Es war halt das, was am offensichtlichsten war. Ein bisschen Glück gehabt, aber das gehört auch dazu. So, jetzt geht's hier, wie gesagt, zum RTL Mix Cup. Wir sehen, die Windbedingungen sind etwas schlechter. Das sollte für uns dann wiederum besser sein, aber die holen trotzdem 107,5 Punkte. Mann, Mann, Mann. So, wir führen auf jeden Fall noch im Weltcup. Aber gut, es gab jetzt auch keine Springen mehr, die da reingezählt hätten. Das sind jetzt ja alles andere Wertungen. Oh, das war deutlich zu früh. Das ist aber die kleine Oberstdorf-Schanze, oder? 89, ich habe mich schon gewundert, dass die so viele Punkte eben geholt haben. 115 Punkte, genau, das ist die kleine Schanze. Da können wir den ersten Schanzenrekord vielleicht mal raushauen. Der Sprung war eben nicht gut. Da geht noch deutlich mehr als 115. Wie gesagt, bei den Bedingungen sind wir einfach stärker. Jawohl. War das Schanzenrekord? War es über 90? Das waren genau 90, verdammt. 118 Punkte. Lässt sich trotzdem gut springen bei den Bedingungen. Ja, da jubelt er auch vollkommen zurecht. Jetzt kommt der Noriaki, der Mann, der uns ja so ein bisschen den Arsch gerettet hat im letzten Springen. Immerhin der Einzige, der es aufs Podest geschafft hat. Mal schauen, kann er hier anknüpfen? Uiuiui. Die Windbedingungen waren jetzt ein bisschen schlechter. Der Absprung war eigentlich perfekt. 115,5 Punkte, da haben wir alle in einem engen Radius untergebracht. Aber die Konkurrenz muss erstmal weiterspringen und ich glaube nicht, dass die das schaffen. Schauen wir mal. Na, wenn die schon 96 Punkte holen. Ja, wir schauen uns mal Konstantin Kolbinger an, mal schauen, was der so raushaut. Jawohl, ist kalt. Ja, ist ja gut, Junge. Na, ein bisschen Schepp in der Luft. Landet deutlich früher. 100 Punkte holt er. Na. Auch Detlef Blanke kommt nicht hin. Doch, alles ein bisschen enger. Aber wir führen trotzdem. Schauen, was der Konkurrenz da jetzt so rausholt. 214. Ist alles kein Problem. Jetzt 233. Gut, aber da müssen wir halt... 240 sind es jetzt. Okay. Wir hatten 115, also müssen wir 125 holen. Schanzenrekord ist jetzt Pflicht.
Der Schanzentisch ist ein bisschen merkwürdig. Es dauert relativ lange, bis das da durchläuft. Oh, das wäre zu spät. Ja, der Sprung war trotzdem gut. 95,5, die 20, jawohl, 130 Punkte, das ist die Führung. Aber es geht natürlich noch besser, wenn man die Absprungkraft ein bisschen noch verfeinert quasi. Gute Haltungsnoten zum Glück, 130. Da sieht man es, Absprungkraft war 79,4 und das ist auf einer kleinen Schanze natürlich eigentlich tödlich. Gerade auch wieder, deswegen hat die Frau auch gerade geschrien, weil es tödlich ist. So, Noriaki, auf geht's. Jetzt den Schanzentisch wieder so treffen wie eben. Ja, der war ein bisschen wackelig. 97 Meter. 132 Punkte. Nochmal 2 Punkte obendrauf. Und dann starten wir doch relativ gut in den RTL Mix Cup. Jetzt noch Peter Priots. Mal schauen. Das waren jetzt alle drei oder alle beide bislang. Waren nicht perfekt. Jetzt schauen wir mal. Den Schanzentisch mal besser treffen. Ja, der war sauber. Na, da hätte ich sogar die 20 gezogen. Da gab es eigentlich überhaupt keine Korrekturen. Eigentlich war das der beste Sprung. Trotzdem 0,5 Punkte weniger als Kasai. Das müsste trotzdem für den Sieg reichen. Hatte 2,5 Punkte Vorsprung. Genau sind dann jetzt 2. Und da haben wir uns zumindest ein bisschen rehabilitiert, aber die Abstände nach hinten sind nach wie vor nicht besonders groß. Punkte werden natürlich auch hier mitgenommen, aber da haben wir jetzt einen kleinen Vorsprung schon mal rausgesprungen für den RTL Mix Cup. So, 5000, nochmal 1400. Ist jetzt ja gar nichts mehr, nachdem Noriaki Kasai sensationellerweise ja gewonnen hat bei Wer wird Millionär. Und das wird definitiv die letzte Aufnahme für heute sein. Auch jetzt das letzte Springen in Kuusamo. Haben wir gerade gesehen, 163.000. Meine Stimme ist nach wie vor ziemlich weg. Von daher 178 Meter wird jetzt relativ schwierig. Das ist ja leider dieser Bug, der hier drin ist, dass der Schanzenrekord in Kuusamo komischerweise von Richard Freitag mit 178 Metern gehalten wird. So, relativ windstill. Das wird wieder besser für die Konkurrenz sein. Ich mach wieder mal einen Quali-Sprung, weil man sich dann doch mal an die Schanze gewöhnen muss. Und wenn die Konkurrenz eh auf Augenhöhe ist, dann sollten wir uns die Schanze vorher schon mal anschauen. Ui. Jo, und da sieht man es auch schon wieder. Die Konkurrenz ist wieder da. Der Sprung war natürlich auch nicht besonders gut, weil es wie so häufig nach perfektem Absprung verdreht zur Seite weg. 73,7 Punkte. Das wird nicht reichen. Nee, reicht nur zu Platz 6. Roar Jostein hat ja uns da schon 8 Punkte abgenommen. So, und jetzt zählt es auch schon. Jetzt müssen wir gute Sprünge machen. Wir haben gesehen 81,9, also die 80 Punkte sind Pflicht. Ordentlich bis auf die Landung. Dreimal die 19. 81 Punkte, jawohl. Damit sind wir auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja, wenn die Landung noch ein bisschen besser gewesen wäre, dann haben wir 3 Punkte verschenkt quasi. So, jetzt Noriaki Kasai, der ja wundersamerweise einer unserer Besten ist die letzten Male. Beflügelt durch den Quizshow-Gewinn. Ja, der war etwas kürzer. Ich glaube, das waren keine 80 Punkte. Ne, 77,5. Das wird dann schwierig werden. Aber wir haben ja einen kleinen Vorsprung mitgenommen. Noriaki, du bist der Beste. Jawohl, da freut er sich. Endlich mal Zuspruch.
Ja, da sehen wir schon, Detlef Blanke springt dort vor uns. Rudolf Schaller knapp dahinter. Und jetzt kommt ja schon Stefan Kraft. Hält sich nochmal den Helm fest. Ich hoffe mal, das ist kein Zeichen, dass wir gleich stürzen werden. So, eigentlich müssten wir so 82, 83 Punkte holen, um vorne mit reinzuspringen. Aber Landung im letzten Moment. Mehr war da definitiv nicht drin. 99,5 Meter, 82,1 Punkte, sehr schön. Da freut er sich zurecht. Das ist nämlich die Führung für den Moment. Jetzt kommt Itztok Mitschir, der auf... Achso, den hat nur hier geswitcht, weil die Punkte gleich sind. Wolfgang Kandler, Sven Santer springt auch nicht vorn rein. Konstantin Kolbinger schauen wir uns mal wieder an. Mal schauen, ob der da uns schlagen kann. Schauen wir den Absprung. Skifehler habe ich jetzt keinen erkennen können. Liegt eigentlich gut in der Luft und springt an die blaue Linie ran, aber nicht drüber. Also er wird auch so um die 80 Punkte liegen, würde ich sagen. Ne, sogar drunter. Die Haltungsnoten waren auch nicht gut genug. Dann kommt jetzt Roa Jostein. Den skippen wir mal, aber der springt weiter. Na toll, genau den skippe ich weg. 86,1 Punkte, das ist für unsere Springer aber auch einfach nicht drin. So, Kolbinger mit 166,5. Damit wird er wahrscheinlich erstmal ein paar hinter sich lassen. Detlef Blanke springt noch weiter. Und jetzt müssen wir dann schon an die 90 Punkte springen. Wir sehen 167,1. Eine Luke mehr. Relativ windstill. Und jetzt zählt es. Ui. Ich habe aber eigentlich gedrückt. Boah, der ist aber voll aufs Fressbrett geflogen. Eigentlich habe ich gedrückt. Ich glaube, man müsste es sogar in der Aufnahme hören, dass ich gedrückt habe. Autsch, alter Schwede, das tut ja weh beim Zuschauen. Wie war denn die Landung? Oh, war nicht gut. Ja, scheiße. Das ist nicht gut für Noriaki Kasai. Hier werden die Punkte mitgenommen und es zählt ja jeder Punkt und der Sprung war echt gut. Alter, den hat es aber richtig zerschellt da unten. Ich bin mir wie gesagt sicher, dass ich gedrückt habe. Ah, jetzt hat es auch wieder nicht funktioniert. Oh, ich brauche echt eine neue Maus. Jetzt musste ich zweimal drücken beim Start. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Okay. Da ist mir ein bisschen das Herz stehen geblieben, weil der Sprung war so gut. 107 Meter, 95,6 Punkte, jawohl. Das könnte nochmal ein Angriff nach vorne sein. Bin ich gespannt, aber das war jetzt echt bitter. Es war echt ein Fehler mit der Maus. Bin ja, wie gesagt, logischerweise noch nicht zum Kaufen gekommen. Immer noch quasi, leg mich auch gleich wieder ins Bettchen. Um dann den Rest auch zu regenerieren. So, Stefan Kraft. Kann er auch nochmal so einen Sprung raushauen wie Peter Breels gerade? Ja, ähnlich gut. Ähnlich gut. 106 Meter, ein bisschen kürzer. 93,3 Punkte. Aber das ist jetzt doch nochmal eine Ansage. An Roa Jostein. Das muss er erstmal springen. Da haben wir auch nochmal 10 Punkte auf die Konkurrenz gut gemacht. Obwohl es windstill ist. Also ja eigentlich eher für die Konkurrenz die Bedingungen. So, jetzt bin ich gespannt. Absprung war anscheinend okay, nicht perfekt. Wie weit geht's? Wie weit geht's? Ich glaube, er hat es geschafft. Ich meine, er wäre über die blaue Linie gesprungen. 94 Punkte, ja. Das muss reichen. Definitiv. Und dann nimmt er uns aber nur 4 Punkte ab. 3,5. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Jetzt schauen wir mal, Noriaki Kasai dann nur auf Platz 15 natürlich eingesprungen. Verliert rund
Ja, es sind aber nur 20, 25 Punkte, die er dort verloren hat. Ist also noch in Schlagdistanz zum Podium, 22 Punkte Rückstand. Das ist machbar. So, und dann würde ich, wie gesagt, mich wieder ins Bett verabschieden. Dann habt ihr heute auch wieder was zum Schauen. Leider halt nur Skispringen, aber das ist auch für mich am einfachsten zum Hochladen. Das sind keine großen Dateien. Muss man auch nicht wirklich was bearbeiten. Von daher eine Runde Skispringen nochmal und mal schauen, ob es dann, wie gesagt, am Sonntag weitergeht oder vielleicht auch erst später. Scheint sich, wie gesagt, länger hinzuziehen mit dieser blöden Erkältung. Aber dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder beim Skispringen oder woanders. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.